Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. In letzter Zeit hört man immer wieder auch aus der Presse heraus, dass da so eine Patientenakte erstellt werden sollte, elektronische Natur. Und ja, eigentlich hört man gar nichts Negatives, nur Positives, wie wichtig und bedeutsam das ist. Doch ich möchte hier auch mal ein bisschen kritisch drauf schauen. Was sind denn die negativen Seiten hinter so einer Patientenakte, was alles irgendwo digital zentral gelagert sein sollte? Und ja, ich habe da so ein bisschen Angst auch vor Datenschutz und Persönlichkeitsrechten, die vielleicht auch da mal missbraucht werden könnten. Und das möchte ich heute diskutieren mit dem Chefarzt der Paramed, Dr. Med Simon Feldhaus ist heute da. Und ich bin gespannt, was er uns darüber zu berichten hat. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und da ist der Simon. Herzlich willkommen, lieber Simon. Danke. Also erklär mal, um was es eigentlich geht, primär. Ja, also im Grundsatz geht es um eigentlich etwas per se gar nicht Unsinnvolles. Also es geht darum, die Akten, die Daten, also Röntgenbilder, Laborwerte, medizinische Unterlagen, die man so hat, zentral, elektronisch auf einer Datenbank, also auf einem Computer, Festplatte irgendwo zentral zu speichern. Gut, das dann macht ist das Sinn. Da gespeichert. Und jetzt kann jeder, der das braucht, Spital holen. Oder was auch immer, sich die Daten von dort holen. Also dann entfällt das, dass ich als Patient zum Beispiel immer meine Krankenakte mitnehmen muss. Früher hat man das ja so die ganze Akte mit den ganzen Papieren immer so mitschleifen müssen zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und das ist jetzt eben zentralisiert an einem System. Das heißt, ich kann, wenn jetzt Patient kommt zu mir, ich bin Radiologe, ich muss ein Röntgenbild machen, brauche noch irgendeine Information über eine Diagnose, kann ich mir die von dort abrufen und alles ist gut. Das ist also von der Idee her ja mal überhaupt nicht falsch. Die primäre Idee war, dass diese Patientenunterlagen gesammelt werden, an einem Ort sind, jeder darauf zugreifen kann, damit nicht unnötigerweise immer wieder doppelt gemacht wird. Also Patient ist bei mir, ich habe über den nichts, mache ich es mal lieber gerade nochmal. Also ich bin Orthopäde, der Patient hat Schmerzen, ich bräuchte ein Röntgenbild vom Rücken, dann mache ich es lieber gerade selber. Mhm. Der hat vor einer Woche schon eins gemacht, habe ich aber nicht, dann mache ich es lieber selber. Und wenn ich jetzt auf diese Datenbank zugreifen kann, kann man das Röntgenbild holen, kann schauen, aha, vor einer Woche gemacht, alles gut, muss ich es nicht nochmal machen. Das wäre eigentlich jetzt die Grundidee gewesen und das finde ich per se mal nicht falsch. Also das heißt, das ist Vermeidung von Doppeluntersuchungen, unnötigen Mehrfachuntersuchungen, unnötigen Dingen, weil es schon mal gemacht worden ist, und einfacher Informationsaustausch von Fachkundigen zu Fachkundigen. Das ist mal eine Grundidee, die nicht falsch ist. Am Ende kommt aber jetzt das Thema, das sind meine sehr sensiblen Daten. Also da ist dann auch ein HIV-Test drin oder ein Test auf Geschlechtskrankheiten oder ein Gutachten über meine Psyche oder was auch immer. Also alle diese Daten sind dann da halt auch. Und jetzt ist halt der Punkt, wie sicher sind diese Daten? Und da muss jetzt ja keiner drüber diskutieren. Es gibt keine hundertprozentige Datensicherheit. Ein gewiefter Hacker kann immer irgendwo irgendwas tun. Das ist mal das eine. Und das zweite ist es dann auch wirklich so, dass wenn der Orthopäde, zu dem ich jetzt gehe, wegen meiner Rückenschmerzen, hat der sicher keinen Zugriff auf die Ergebnisse des Psychiaters. Weil das vielleicht ein Thema betrifft, wo mein persönliches Thema sehr eng betrifft, Missbrauchsproblematik oder was auch immer, wo den Orthopäden jetzt nicht nötig ist, aber hat der dann freien Zugriff? Wie sichere ich, welche Daten dann welche Person nur bekommt? Also es gibt dann durchaus auch kritische Fragen, die hinter dem System stehen. Der Datenschutz ist ein Thema, die Freigabe von Daten ist ein Thema und die Frage, die sich als nächstes dann ergibt, ist das freiwillig oder ist das eben verpflichtend? Muss man das tun? Werde ich gezwungen, alle diese Daten, die sehr eng sind, hochsensibel sind, abzugeben, freizugeben und habe in dem Sinne keine direkte Datenhoheit mehr. Wenn ich das Ding alles bei mir zu Hause habe und ich gehe jetzt zu einem, dann nehme ich nur das mit, was der braucht, gebe ihm das, damit wähle ich aus, was der bekommt. Damit bin ich immer Herr meiner Daten. Wenn sie irgendwo zentralisiert sind, ist die Frage, wie klar bin ich noch Herr meiner Daten? Klar, es gibt gewisse Dinge, gehen dich auch nichts an, wenn es mich
von Scham und weiß Gott was irgendwie. Verstehe ich völlig. Ja. Aber ich sehe noch ein ganz großes Problem. Ich glaube sogar das Größte. Der Missbrauch dieser Daten jetzt nicht von den einzelnen Medizinern, sondern vom Staat. Ja. Wenn irgendjemand da draußen sagt, ich esse zu viel das und jenes und habe deshalb zu viel Blähungen und mache Umweltbelastungen durch CO2-Verschmutzungen und zum Beispiel, oder wir sind krank, weil wir nicht geimpft sind, zum Beispiel, als Beispiel. Ja. Oder ich darf nicht mehr aus dem Land. Jeder weiß alles. Ja. Ich gehe nach Frankreich und der weiß genau, bin ich nicht oder was habe ich gemacht. Oder? Und das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr. Ja, das ist genau am Ende dieses Problem von dem, was man so schön halt Datenhoheit sagt. Also das ist dann da halt abgelagert irgendwo. Und ja, eben. Ja, man nutzt es nie. Man nutzt es nie, das Nein, ist natürlich garantiert. Nur im Notrecht. Und nur national, genau. Und international ist was passiert, aber weil eigentlich muss es natürlich ein Austausch sein. Die EU wird das wohl als verpflichtend im gesamten EU-Raum angeben. Das heißt, wenn ich in Frankreich ins Spital will, wieder von der Grundidee her erstmal okay. Ja, verstehe ich. Der Arzt im Spital in Frankreich, der kennt mich ja überhaupt nicht. Der kann jetzt aber auf diese Datenbank kurz die Laborwerte, die ich vor einer Woche in der Schweiz gemacht habe, aufrufen. Das ist von der Grundidee her wieder okay. Aber die Frage ist, kann er das einfach so? Oder kann ich ihm vorher genau für das, für diese eine Sache, die Berechtigung freischalten und für alles andere nicht? Kann ich dann übrigens nicht. Also wie klar geschützt sind die Daten? Und dann kommt eben das. Das eine ist das Medizinsystem, aber aus dem kann ich ablesen, ich bin gegen das geimpft oder nicht. Oder ich habe die und die Vorgabe bekommen, ich soll Cholesterin senken, habe ich aber nicht gemacht und. Also bin ich folgsam, bin ich systemtreu, führe ich Dinge so durch, wie man das gerne hätte? Oder mache ich andere Dinge, sind meine Laborwerte nicht dementsprechenden, wenn diese Daten in falsche, ungeeignete Hände kommen oder halt falsch, bewusst in Hände kommen von Regulationssystemen. Wenn wir an das One Health System der WHO denken, das dort an einem ein einziges Konsortium zu entscheiden hat, was nachher noch gesund gilt, was richtig ist, könnte man sich natürlich gewisse Dinge vorstellen, dass ich als ausführende Regierungsbehörden damit mir auch Zugang zu Daten verschaffen kann, um zu gucken, ob zugeordnete Menschen meines Landes sich an diese eine Vorgabe, die von einer Institution nachher gegeben wird, auch so halten. Und wenn nicht, dann könnte man ja entsprechende, natürlich nur der Gesundheit dienende Schutzmaßnahmen tun. Punkt. Und logischerweise kann man das dann voll missbrauchen. Dann dient es nicht mehr der Gesundheit, sondern irgendeiner anderen Idee. Und dann werden Ressentiments, Zurücknahmen oder Einschränkungen ausgesprochen, weil es halt so ist. Also diese Problematik der Sicherheit der Daten und dieser Hoheit und ja, Notrecht. Mit Notrecht kann man fast immer alles irgendwie rechtfertigen, weil ja Notlage besteht. Und wenn Not am Mann ist und die Gefährdung der Gesamtbevölkerung oder was auch immer diskutiert wird, dann kann man schnell diskutieren, dass dann das Recht des Einzelnen nichts mehr wert ist, weil die Gesamtheit schützenswerter ist. Damit dann auch das Datenschutzrecht des Einzelnen möglicherweise. Also man könnte diskutieren, man ruft eine Gesundheitsnotlage wegen HIV-Bedrohung aus, einfach so. Und deswegen will jetzt die Regierung von jedem den HIV-Status wissen oder so. Also solche Sachen könnte man sich konstruieren. Oder den Impfnachweis. Den Impfnachweis für irgendwas. Für HIV, zum Beispiel, wenn es das gäbe. Also wie kann ich das eingrenzen? Weil eben für mich ist das Risiko, oder mit Notrecht kann man annähernd alles immer begründen, warum man die Datenhoheit entnimmt und auf den Staat überträgt. Und das kann ich nicht verhindern, wenn das Ding auf einer Datenbank ist. Wenn ich das zu Hause auf meinem Rechner habe, müsste man schon physikalisch meinen Rechner holen und die Daten dort abladen. Aber wenn es in der Datenbank ist, haben wir schwierig. Als Volk, also wir Schweizer oder Deutsche oder die Österreicher hier überhaupt eine Wahl in diesem Thema? Nur begrenzt. Also ich kann jetzt für Schweiz sprechen. Herr Berset hat die elektronische Patientendossier, so heißt das hier, in Kraft gesetzt als eine seiner letzten Maßnahmen im Amt. Das ist aber noch keine
zwingende Verpflichtung. Also es ist nicht, ich muss es tun. Es ist aber so, dass der Patient das Recht hat, es zu verlangen. Also es ist momentan noch auf der Seite des Patienten. Wenn er sagt, er will, dann müssen die Ärzte es auch tun. Ja. Das ist schon so. Aber noch ist es nicht so, dass es, wenn ich nicht will, muss ich nicht tun. Punkt. Also fragst du jetzt den Patienten, möchten sie, dass ich ihre Daten hochlade? Nein, da gehe ich jetzt umgekehrt. Das erwarte ich. Der Patient muss mir sagen, wenn er das so will. Das sehe ich nicht als meinen jetzigen Auftrag. Ist auch nicht vorgesehen, dass ich fragen muss. Man könnte sich aber vorstellen, dass das kommen könnte. Mhm. Momentan ist die Lage noch so in der Schweiz, wir haben zwar diese Vorgabe, aber man kann sie eigentlich gar nicht umsetzen, weil die ganzen Geschichten noch gar nicht bereit sind. Weil die Frage ist eben genau dieses, wer sammelt die Daten wo? Also wie wird das organisiert? Was zurzeit passiert ist, dass wir mehrere Anbieter haben, wo das irgendwo dieses elektronische Patientendossier machen. Ich als Arzt muss mich irgend zu einer Vereinigung anschließen. Das ist zwingend, das ist verpflichtend. Ich muss als Arzt, muss ich mich einer solchen elektronischen Geschichte anschließen, damit ich die Möglichkeit habe, das, was der Patient will, auch umzusetzen. Das ist mittlerweile schon verpflichtend. Also ich muss als Arzt diese Option haben. Das heißt, wenn der Patient es verlangt, muss ich es tun. Also muss ich mich da anschließen. Mhm. Die Frage ist, an welche von diesen gehe ich? Es sind Anbieter, Firmen. Das eine ist eher bunt gesteuert, das andere sind aber Privatdinge. Das ist alles noch sehr wachsweich und nicht klar definiert. Und für mich, ich bin kein Datenschutzexperte, aber wenn man nur mit ein bisschen laienhaftem Verstand anschaut, ist das für mich, was Datenschutz angeht, alles andere als klar definiert. Dass es Vorgaben gibt, diese Daten sind nur so, das ist was anderes. Aber wenn schon mehrere Player im Spiel sind, frage ich mich, wie das dann wohl auch kontrolltechnisch alles funktionieren soll. Und da läuft eigentlich ehrlicherweise noch gar nichts Richtiges. Also das ist alles noch ein bisschen im Chaos. Was ich aber extrem schlimm finde für so ein zentrales Thema. Also ich finde, wenn so etwas eingeführt werden muss, soll, dann muss das von Anfang an safe und verheben. Also es muss klar sein, die Struktur muss klar gegeben sein. Es muss auch klar sein, wo die Daten sind, wie sind die gesichert, wie wird Missbrauch klar verhindert. Eigentlich kann das ja nur eine Bundeslösung sein. Das darf ja nicht irgendwie auf irgendwas Einzelnes ab sein. Oder wenn, gibt es eine delegierte Firma, die dann aber vom System kontrolliert wird. Und das ist zurzeit ein ziemliches Durcheinander irgendwo im System, wo keiner so hundertprozentig genau weiß, was irgendwo passiert. Also wir können es schon tun, wenn man sich so einer Gemeinschaft angeschlossen hat. Dann eröffnet das irgend so eine Datenbank und ich muss dann das da alles drauf kopieren, was der Patient, wenn der Patient es verlangt. Aber es ist alles noch sehr undefinierbar. Und noch ist es keine Pflicht, aber theoretisch kann das mit irgendeinem Regierungsentscheid jederzeit einfach zu einer Verpflichtung werden. Ich finde, die bessere Lösung ist es fast, wenn man es selbst auf einem Handy, auf einer App speichert und bei sich trägt und es jedem Arzt geben könnte, wenn man will, in Gefahr, ohne die Gefahr laufen zu können vom Missbrauch. Ja. Wie sieht es in der EU aus? Da ist es teilweise schon vorgebend verpflichtend oder auf dem Weg zur Verpflichtung. Genauer gesagt, die Verpflichtung ist eigentlich schon ausgesprochen. Es sind noch nicht alle technischen Voraussetzungen komplett erfüllt, aber die Vorgabe ist gesprochen, dass es verpflichtend EU-Raum wird. Und jetzt ist man halt in der Umsetzung, dass das real umgesetzt werden wird. Das heißt, der Patient hat keine Chance, Möglichkeit hier zu intervenieren und zu sagen, nee, das will ich nicht. Genau, nein, das kann er nicht mehr. Das wird in der EU einfach gemacht. Das wird einfach so umgesetzt und fertig ist halt ein Beschluss. Und Brüssel hat alles in der Hand. Und Argument ist halt immer wieder das Gleiche. Ja, das ist halt zur Sicherheit des Patienten, damit eben der einzelne Arzt die richtigen Daten hat und nicht alles eben. Also man hat immer das gleiche Argument. Es ist immer nur zur Sicherheit, zum Wohle von uns. Das Einzelne natürlich gemacht und ist nie gedacht worden für irgendwas anderes. Ja, das steht natürlich überall so. Was dann daraus gemacht wird, werden wir sehen. Aber ich finde auch, warum nicht so wie früher? Eben, früher war es unbequem. Ich habe irgendwie so eine DIN A4 Aktenordner mit 45 Laborzeugs, teilweise Laborwerten vor 20 Jahren, die keiner mehr braucht. Ja, immer mitschleppen, das finde ich jetzt auch blöd. Aber eben, heute haben wir das ja elektronisch. Handy oder von mir aus Memory Stick oder irgend sowas, wo das drauf ist. Und dann gebe ich das ab und gebe dem Arzt, Zuständigen, genau das kriegst du jetzt und das kriegst du, weil du das jetzt brauchst. Aber der psychiatrische Bericht geht dich nichts an, fertig aus. Und dann war es das. Und ob ich vor 10 Jahren mal wegen irgendwas das hat, geht auch nichts an, wenn das nicht jetzt relevant ist. Ich entscheide, welche Daten ich preisgebe.
So finde ich das korrekt, weil das ist für mich das Verständnis von Datenschutz. Aber so wie es gemacht wird, sieht es dann halt ganz anders aus. Ja, aber auch das Arzt-Patienten-Geheimnis. So hast du es doch auch gelernt, oder? Ja, natürlich. Und plötzlich also, musst du dich eigentlich, klar ist der Schutz da, aber du gibst es weiter und hast keine Ahnung, was passiert. Ja, ja, es können ja durchaus mal heikle Gespräche gewesen sein, über was auch immer für Themata, die jetzt aber abgeschlossen sind. Irgendeine psychiatrische Neigung, die nach Behandlung aber weg ist oder weiß, irgend sowas. Das hat dann keinen mehr was anzugehen. Das ist ein sehr enger, sehr sensibler Kreis. Und das ist alles andere als klar, wie man mit solchen Daten umgehen sollen, können, wird. Und naja, der Punkt ist halt der, ich kann das jetzt heute ja haben, aber nächstes Jahr kann das ja auf einmal einfach anders entschieden werden. Also es gibt mir auch keine Sicherheit, wenn es heute so wäre, darf jetzt das nicht. Kommt nächstes Jahr jemand anders und entscheidet das anders, aber die Daten sind ja schon da. Dann habe ich sie schon abgegeben, oder? Ja, ja, also, sie sind erstmal weg. Und dann sind sie erstmal weg. Und woher wer beweist mir nachher, dass sie gelöscht wurden? Also das sind alles so Dinge, wenn man sagt, ja, ich will immer meine Daten gelöscht haben. Ja, sind gelöscht. Sind sie dann wirklich gelöscht? Tja, du siehst also, ja, wie schnell man Gesetze ändert, ja, oder? Ja, eben. Das heißt, da gibt es aus meiner Sicht, kann ja keiner behaupten, es gäbe dann irgendeine juristische Sicherheit mit Gesetzsicherheit, weil ja, neue Regierung, neues Gesetz oder... One World, nachher ist die WHO Hüter von allem und die rufen jetzt irgendeinen Gesundheitsnotstand aus und sagen, damit müssen alle Regierungen, weil sie sich ja dem Vertrag angeschlossen haben, müssen sie ja dann auch folgen, jetzt müssen alle Regierungen den Impfstatus HIV überprüfen, weil es gilt der internationale Notstand. Dann war es das mit irgendeinem nationalen Gesetz, weil ja der Vertrag über den nationalen Gesetzen steht. Dann ist das gewesen mit Datensicherheit, also oder Hoheit von dem System. Und alles das sind so Dinge, die für mich weder klar sind, definiert sind, unausgegoren sind oder eben per se gar nicht garantiert werden können in einer Welt, die sich immer mehr zu einem Gesundheitsmonopol einer einzigsten Institution hin entwickelt, kann mir niemand garantieren, dass es so ist, weil wenn die Hoheit vom Staat entfernt wird auf eine internationale Einsystemgesellschaft, wer garantiert mir dann was? Nichts mehr, weil die Garantie ist wertlos, ja, weil sie einfach umgeschrieben werden kann. Weil diese private Vereinigung sagt, jeder Bürger muss die 300 mRNA-Impfstoffe in sich tragen, damit er überhaupt sich frei bewegen darf, der Umwelt zuliebe, den Tieren zuliebe, oder? Ja. Dann hast du echt die Arschkarte zugezogen. Ja, weil dann ist es so, dann muss das ja kontrolliert werden, sonst darf ich nicht. Also muss jeder Zugriff auf diese Datenbank haben. Und dann, also ich meine, das wollen wir jetzt wahrscheinlich die meisten nicht, die das jetzt auch hören, aber die EU-Bürger haben keine Wahl, außer sie gehen nicht mehr zum Arzt. Oder gehen jetzt vorbei und sagen, ich möchte mein Dossier haben. Erstmal, ja genau. Wie man es dann nachher handelt, bin ich gespannt, wie man die Verpflichtung umsetzt. Ich kann ja einen nicht vor der Behandlung ausschließen am Ende. Also wenn ich die Daten jetzt nicht abgegeben habe, sondern habe sie bei mir behalten, frage ich mich, wie man dann später, wird man dann entschieden, sie dürfen dann nicht in die Arztpraxis. Glaube ich nicht. Also dass das am Ende dann hat zu einer Nichtbehandlung führt. Ich hatte da in Österreich eine Praxis, die durften keine Patienten mehr aufnehmen, nur die Geimpften. Ja, genau. Und da dachte ich mir, was ist das für ein Eid gewesen? Das ist eine sehr spezielle Geschichte. Ja. Genau. Also es ist einfach wieder sowas, wo Dinge passieren, die alle nicht 100% klar sind, aber eben leider schon Schritte überschritten wurden zu einer verpflichtenden Geschichte. Für mich muss das eine freiwillige Sache bleiben. Dann ist es gut, wenn ich freiwillig bin. Ich weiß auch, ich sage auch das und das ist okay und ich sage, wer darf. Dann finde ich das alles okay und dann finde ich so eine zentrale Datenbank super, weil sie wirklich erleichtert. Mhm. Und wenn man sie sinnvoll nutzt, auch wirklich Kosten sparen würde, weil diese dummen Doppelröntgenuntersuchungen oder Vierfachröntgenuntersuchungen endlich aufhören. Ja, das aber auch die Verlaufskontrolle ist natürlich auch schön. Genau, und ich habe eine schöne Verlaufskontrolle. Also es macht ja alles Sinn, wenn die Hoheit der Daten bei der Person liegt, zu dem die Daten gehören und ausschließlich dort. Mhm. Und das kann ich bei einer zentralen Datenbank einfach nicht garantieren, weil irgendjemand kann einen Schalter umlegen und dann habe ich keinen Zugriff mehr und alle anderen haben Zugriff. Toll. Und dann? Und dieses Risiko, finde ich, ist bei weitem nicht geklärt, schon gar nicht klar ausgesprochen und kommt wieder so ein Bereich rein, in dem wir uns offensichtlich in einer Gesellschaft bewegen, dass über solche Dinge gar nicht mehr diskutiert wird.
Man hört ja auch keine Pressediskussion. Ich habe noch nichts in der Presse gelesen, außer, ja, aber elektronische Patente, das ist ja alles super, damit da keine Doppeluntersuchung kommt. Aber die kritischen Fragen werden nie gestellt. Nein. Und ich frage mich, wo diese berühmten investigativen Journalisten sind, die eigentlich müssten solche Fragen stellen. Ja. Die sind irgendwie nicht da. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, dass es nicht breit definiert wird. Oder wir verstehen es eben doch. Ja. Leider. Genau. Vermutlich. Ja. Danke ganz herzlich. Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einfach, dass wir da auch ein bisschen mitsprechen können, ein gewisses Basiswissen haben, um was es da überhaupt geht, was die großartigen Chancen sind, aber wo auch die großen Gefahren drin stecken. Und ich für meinen Teil sehe hier eben schon ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich heftig, die Gefahr von Missbrauch. Und das möchte ich schon zuerst geregelt haben, wissen. Und ich hoffe, wir haben zumindest hier in der Chance, in der Schweiz hier zumindest die Chance, hier ganz klare Verhältnisse zu schaffen, bevor es einfach eingeführt und umgesetzt wird. Tut mir leid für die EU-Bürger. Ich kenne jetzt auch keinen Rat, was ich Ihnen empfehlen darf. Auf jeden Fall ein bisschen kritisch hinzuschauen und vielleicht nicht alles preiszugeben, ich keine Ahnung. Das ist ich halte mich irgendwelchen Empfehlungen, ich kann es nicht sagen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.